Note deines Tests. 4 plus gescheitert. Bitte was? In der Schule irgendwie durchgefallen? Na komm, 4 plus geht doch voll klar, oder? Ich habe jetzt höhere Ziele. Wir können mal gucken hier. Unser erstes Counter-Streak-Video. Können wir erstmal hypen. Das kommt schon gut an, aber wenn ich das jetzt immer noch hype. Ich mach's einmal. Was? Meine Mutter hat mir meinen PC weggenommen. Du musst fleißiger lernen. Eine 4 plus ist eine sehr schlechte Note. Ich nehme deinen Computer für 2 Tage weg. Oh, das kann sie doch nicht machen. Wir können doch über alles reden. Alter. Ja, aber warum sind jetzt einfach 2 Tage vergangen? Ich hätte stattdessen was für die Schule machen können oder arbeiten oder so. Zum Teufel. Das Spiel kam gut an. Gut, dass ich das noch hypen konnte. Dann ist es meine Abwesenheit wenigstens, ja. Siehst du, Mutter? Stattdessen stehe ich die ganzen 2 Tage so in meinem Zimmer rum. Das ist jetzt dein Ernst? Krieg ich den jetzt wieder? Ey, ich glaub's ja wohl nicht. Ich gehe erstmal in die Ecke. Was? Du bist komisch. Neues Gaming-Video, meine Leute. Wir müssen Counter-Strike spielen. So, nach dem Preview machen wir jetzt ein Gameplay. Aha. Das muss ankommen, das muss ankommen. Da stand, ich verliere Abonnenten. Na gut, ich habe 5600. Ist ja was. So, Intro mit Logo. Nee, ja, Intro. Nochmal einen ernsten Kommentar bringen. Lustig. Komm, bring den ernsten. Nee. Unlustig. Wenigstens. Jetzt kommt der Ernste, ich habe keine Glühbirnen mehr. Das ist auch wieder typisch. Okay. Bam, bam, bam. Ja, guck mal, Inhaltrekord. Was ist mit der Nachbearbeitung? Ja, wir haben am letzten Part gesehen, ein falsches Video und die Abonnenten springen ab, wie die Ratten das sinkende Schiff verlassen. Ja, was willst du denn dann? Sag ich doch, geht nicht. Okay, ich lerne. Ganz kurz noch was essen. Essen? Der Kühlschrank ist hier am Start. Es geht ja schnell bei dir, ne? Wenn man was isst. Ach, das sind die. Ah, da kann ich doch viel bessere Videos machen, wenn ich vorher gegessen habe. Gut, geh studieren. Geht nämlich noch hoch. Lass die Zeit vergehen, mein Freund. I know that feel, bro. I know that. Weißt du was? Und du gehst direkt arbeiten. Denn wir brauchen wieder Kohle. Nochmal Zeitung austragen. Was sein muss, muss sein. Jetzt werde ich die Kommentare angucken. Ich kann nicht glauben, dass sich ein selbsternannter YouTuber so bescheuert beim Nacharbeiten der Videos anstellt, Elsie. Na also, insgesamt doch sehr positiv. Dann hypen wir das auch. Wir haben schon so viel gehypt, ne? Diesmal lasse ich's. Diesmal kein Hypen, weil wir brauchen das Geld einfach. Ich will endlich ein DS kaufen. Es kann doch nicht so schwer sein, sich ein DS leisten zu können. Also schön war. Kommt noch eins davon. Wobei die mir auch schon gesagt haben, ich soll das nicht machen, wenn ich müde bin. Genau aus dem Grund gehe ich jetzt erstmal kurz pennen. Weil gar nicht so ewig dauert. Dann haben wir auch mehr Glühbirnen. Videos könnten erste Sahne werden. Jetzt kommt's. Gut, da es uns gut geht, mache ich jetzt einfach mal. Wird hochgepokert. Nächstes Video. Auch wenn. Mach ich einfach mal so. Hier. Ultimativer Bart. Ja, Mann. So. Du weißt, was du zu tun hast. Wink der Begrüßung. Klar. So, dann haben wir ein lustiger Kommentar.
nicht so reingepasst. Mörderischer Blick. Wo ist denn der ernste Kommentar? Hau raus. Er ist nicht da. Diesmal kommt er nicht. Was? Das war nicht gut? Hey, hey, hey. Na, ich weiß ja nicht, so. Sollen wir nicht einen anderen noch machen? Magst du den Telefonanbieter? Eine schnellere Internetleitung. Noch nicht. Daran soll es im Moment nicht scheitern, aber gut zu wissen. Wir können gerade kein neues Video machen. Mhm. Weil wir gerade eben eins gemacht haben. Hallo, ich drehe auch immer 5, 6 hintereinander, wenn es sein muss. Dann geh studieren. Wir wollen ja nicht, dass unsere Mutter uns Hausarrest gibt. Das geht mal gar nicht. Aber wir sehen das immerhin. Counter-Strike. Da schon 16. Gebracht hat, wir haben auch schon ganz viele Abonnenten. Also Counter-Strike kommt an. Das werden wir auch weiterhin verfolgen. Einfache Verabschiedung, okay. Lange wird das Spiel. Das Spiel. Was wird veröffentlicht? Welches? Wir gucken gerade mal. Neues Spiel ist doch super. Brauchen neue Spiele, Mann. Februar 8. Ja, das ist heute rausgekommen. Hat doch 5 Sterne. Da muss ich investieren. Also unsere letzten Aktionen waren ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also ist ja noch nicht da. Spiel noch einmal Counter-Strike. So. Ist das jetzt der ultimative Part? Der wirklich ultimative Part. Ich kann nicht schreiben, weil mein Mikrofon so blöd vor meiner Taste steht. So. Naja, gut. Könnte mehr sein, aber ich glaube, das geht klar. Wir begrüßen. Das dürfte reinpassen. Counter-Strike. Lustig ist ja nie so perfekt gewesen. Warum? Ja, fröhliche Äußerung. Auch nicht. Was ist los? Unlustig. Wenigstens das. Naja, gucken wir einfach mal da. Zack, zack, zack. Besser als nichts. Na, guck doch mal an. Videoqualität. Ah, die Nachbearbeitung. Da können sie diesmal nicht meckern. Das Level. Das wird richtig gut hier. Der wirklich ultimative Part. Jetzt nur die Frage, wann das nächste sarkastische Kommentar, sehr gut. Wann das Spiel da erscheint, mit dem wir geredet haben. Da steht's auch schon rum. Mensch, warum klingelt denn keiner? So, ich glaube, du musst dann erstmal pennen. Und dann doch nochmal was für die Spiel verleihen. Krieg ich dafür Geld? Was? Hat sich das Spiel ausgeliehen? Das Neue? Hast du dir ausgeliehen? Ist es dein Ernst? Wird dich noch gefragt? Ich bekomme Abonnenten, weil sie es rumerzählt. Ah, nicht mit der Absicht, es zurückzugeben. Wir haben den 10. Februar... Ach, ich drehe so durch, ne? Egal, wir haben den 10. Februar, wir sollen auf die Game World, auf die Convention... Ja gut, ich könnte mich dafür umziehen, aber eigentlich möchte ich genauso, wie ich aussehe, hingehen, weil so soll mich die Welt erstmal kennenlernen. Lol. Geh zum Event. Ist die Frage, sehe ich da jetzt was? Das wäre ganz cool, wenn wir so hingehen könnten auch. Ja, da passiert was. Alter, wo sind wir denn hier? Ich verschwinde, ich habe noch 5 Minuten. Die Frage ist, wo stehe ich? Da stehe ich. Wir sind alle am Zocken. Ich lieber kommunizieren. Wer sieht denn wichtig aus? Bist du wichtig? Kaufen. Nein, nein, nein. Der, nee, das ist Security. Hier, die sind fett am Zocken. Die sehen auch verdammt wichtig aus hier. Die Leute. Ich kann ihnen nicht helfen. Oder kommentieren. Profil ansehen. Ja, und du so? Ich will nur Kontakte knüpfen hier. Nein. Na, die sind beschäftigt. Da werde ich mit denen, die hier rumstehen, quatschen. Der Gilbert. Lalalus. Lalalus. Bla 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 bla. Bla 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 bla.
Honey geht mit der PSP den Bach runter. Also Sony geht mit der PSP den Bach runter. Ja, die PSP war wirklich nicht das erfolgreichste, was Sony je produziert hat. Geht mal mit der. Aber dafür ist der aktuelle Erfolg der PS4 einfach zu unbestreitbar. Und selbst wenn, Sony ist nicht von Konsolen abhängig. Guck mal, das ist ein Atari 2600, da steht ja Atar. Du bist einer der besten YouTuber, die es gibt. Patricia, geil. Red nochmal mit den anderen. Nach einem Date fragen. Profil ansehen, flirten. Komm, flirten wir mal mit der Blondine hier. Kaylee, ach, die kennen wir doch, ne? Was, nein? Ach, komm schon. Ich bin YouTuber. Geld macht sexy. Nein, ich habe ja kein Geld. Was? Ach, komm schon. Ich kann noch keine andere nehmen. Also erstmal wie bei Sims, erstmal normal reden. Ah, sieht schon viel besser aus. Ich kann übrigens nicht näher ran gerade. Oh, ich bin so witzig. Wir haben gedacht, der Menge deiner Videos hast du viele Abonnenten. Das stimmt wohl. Ein Geschenk. Tada! Hat ein bisschen was gekostet, aber... Das wird das wert sein. Und jetzt möchte ich nach einem Date fragen. Übertreib! Nein! Komm schon! Umarmen! Was ist los? Ach komm, die Weiber, komm, ich werde mich komplett zurückziehen. Ich werde jetzt ein ganz einsamer, pickliger Nerd, der einfach nur noch aufnimmt den ganzen Tag und... Kann doch nicht sein. Ich gebe aber nicht auf. Ich werde jetzt nochmal flirten. Der Balken ist doch voll. Die will einfach nichts von mir. Das ist wohl Schicksal. Wenn die nichts wollen, dann wollen die nichts. Gut, dann werden wir uns mit Alten nicht länger beschäftigen. Versuchen sonst irgendwie Kontakte zu knüpfen und die Zeit so nicht ganz zu verplempern. Vielleicht noch irgendwas zocken? Als nächstes spiele ich hier ein bisschen. Arcade. Ich habe gelesen, dass VarioWare Touch uns alle überraschen wird. Übrigens angelehnt an VarioWare Touch, was ich Let's Played habe. Zerstöre alle Aliens. Benutze die Pfeiltasten zum Bewegen und Space zum Schießen. Okay. Ja, das ist... Natürlich. Ah, hat mich einer getroffen, ne? Der Klassiker. Also, dass man so kleine Minigames einbaut, die ganze Convention so, finde ich doch eine super Sache. Und generell muss ich sagen, dass ich auch hier auf die Games Convention gekommen bin. Es war eine weise Entscheidung. So habt auch ihr einen besseren Einfluss in dem Spiel. Was, ist das nur ein Spiel? Vergiss das nicht, ey. Wir haben den Level durchgebacken. Nur davon habe ich ja nichts, oder? Davon habe ich ja nichts. Space! Das ist Sinn. Ich muss die Space-Taste drücken hier bei Space Invaders. Tschüss, Mann. Oh, da kam das schnelle UFO hinten. Nein, so ein Nachbau. Oh, perfekt ver... Fehlt. Ja, Mann. Ja, ab das hintere. Neue Highscore, Weltrekord oder so. Ich bin so gut. Übrigens drücke ich ziemlich schnell, ne? Das schießt halt nur nicht so schnell. Das hier Ding so. So, die Zeit leider um. War das gut? War das gut? Hm? Mit wem können. Komm, jetzt einmal kommen. Wir fragen nach dem Date. Einfach nochmal, komm. Wie das aussieht. Sieht ja nicht nach Date-Fragen aus. Es sieht aus wie, als würde ich sagen, du bist meine große Liebe. Ich will niemanden, nur noch dich. Ja, lass mich nur noch umarmen. Die hat echt keinen Bock auf uns. Die hat einfach keinen Bock auf uns. Oh, oh, hallo, bist du wieder. Wir hatten eine tolle Zeit auf der Convention, Hans Gottfried. Ich wollte dich fragen, ob du mein Mitbewohner werden willst? Die Wohnung hat ein viel größeres Zimmer, was viel besser zu deinen Aufgaben passt. Aber teilen, ne? Teilen. Hm. Ja, dann machen wir das. Was? Ich kann erst zusammenziehen, wenn ich das Geld habe, aber... Andererseits, die wird ja da nicht so meckern wie die Mutter. Hm. Gut.
Geh mal kurz Autos waschen. Brauchen anscheinend viel Geld. Man braucht einfach für alles Geld. Ihr seht, Geld regiert die Welt. So, du brauchst gar nicht reingehen. Geh direkt an den Kühlschrank. Genau so. Ist das eine gute Entscheidung? Schreibt's in die Kommentare. Soll ich mit der Alten zusammenziehen? Eigentlich, die will ja nichts von uns. Das macht mich so ein bisschen stutzig. Aber ein größeres Zimmer, vielleicht wäre es nicht verkehrt. Na egal, ich kann mich ja immer noch entscheiden, sobald ich das Geld zusammen habe. Aber ein DS wäre auch nicht schlecht. So, hier, neues Video, Mann. Unbedingt, Counter-Strike. Das andere Spiel habe ich... Es kann doch nicht wahr sein, dass das Spiel direkt verliehen wurde. Ich kaufe mir da den... Oder kann ich es nochmal kaufen? Warte. Der Computer ist kaputt gegangen. Nein. Ich bin jetzt mal ein bisschen... Ich kann nicht alles... Nicht alles annehmen, wisst ihr? Könnt ihr auch im Real Life nicht. Ihr könnt nicht jedem alles recht machen. Ja, dann kauf's halt nochmal. Wobei, Februar 8, jetzt haben wir schon... Ist schon eine Woche her, weißt du? Ah, ich habe ja Sympathie gewonnen, dadurch, dass ich... das verliehen habe. Mach noch einmal. Und das Streak. Bei ausgeschlafen wäre besser, ne? Aber... Muss. Ich würde auch dieses Equipment mal ein bisschen verbessern, aber... Geht ja anscheinend nicht. Ohne weiteres. Coole Begrüßung. Jetzt könnte ich einen ernsten Kommentar machen. Das mache ich auch mal. Und auch Sarkasmus. Gleich mal raushauen. Der kommt doch an. Na, sieh mal einer an. Fröhliche Äußerung. Also, das sieht gut aus. Ich glaube, da haben sie... Das feiern die Leute dann. Könnte ein super Video werden. Boah, Inhalt 150, was geht ab? Was geht ab, wolle Leute von heute? Ja, dann nix wie Randa. So, du musst leider pennen gehen. So ist das. Und danach machen wir das Päckchen auf. Wobei... Geh studieren. Was man jetzt überhaupt nicht leisten kann, ist, dass die Mutter uns wieder irgendwie dem PC wegnimmt oder so. Gut, hat der gesagt, Hausarrest. Hausarrest können sie meinetwegen gerne machen. Ich meine... ja. Hausarrest lieben gerne. So, gehen wir mal arbeiten. Zeitung austragen. Wir nutzen die Zeit, in der es hochlädt hier, der Schinken. 10.000 Abonnenten habe ich schon. Eieiei. Zeit vergeht. Das ist auch gut. Weil, wisst ihr, was bringt es mir, da Geld auszugeben dafür? Ihr wisst schon. Warum steht das jetzt rechts? Ja, wahrscheinlich wird es immer weiter gestapelt. Was bringt es mir, Geld auszugeben für einen schnelleren Upload? Ich kann die Zeit ja sinnvoll nutzen. So, machen wir erstmal eine Preview. Verspätet, aber die Leute wissen ja warum. Aha. So. Bisschen unausgeschlafen bin ich, aber singen wir erstmal. Was? Kam nicht gut an? Dann bin ich unlustig. Das ist gut. sinnloser Kommentar. Also eine Begrüßung in der Mitte machen würde ich halt nicht. Unlustig. Diesmal kommt es nicht an, aber eben, oder was? Okay. Oh, 93% Interesse. Guck mal, Alter, was geht eigentlich ab? Meine Videos sind einfach so gut. Die sind so gut. Aber es ist nur eine Preview, deswegen weiß ich nicht, wie es ankommen wird. Verschwende. Bisschen pennen. Wir müssen versuchen, alles unter einen Hut zu kriegen. Das klappt ja. So, wir müssen noch mal in die Schule. Noch am Render. Wir haben ausgeschlafen, es rendert noch. Aber da sind die Videos umso besser. Glaubt's mir. Aber an der Stelle müssen wir, glaube ich, mal den Part beenden. Und deswegen ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und bis zum nächsten Mal. Ich sag, bis dann und ciao.